Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Unter Gott Vater und seinem Sohn Jesus können sich die meisten Menschen etwas vorstellen. Doch wie ist das mit dem Heiligen Geist? Das erzählt uns heute Professor Niemand, Experte für das Neue Testament. In der Sprache der Bibel bedeutet das Wort Geist bewegte Luft, eine kräftige Brise oder einen leichten, kühlenden Hauch, oft auch den Atem. Wenn die Bibel vom Geist Gottes spricht, dann meint sie also etwas Erfrischendes, Belebendes, etwas, das antreibt und für Bewegung sorgt. In der Philosophie denkt man Geist als das Gegenteil von Materie. Ein Felsblock ist harte Materie. Wo er ist, kann nichts anderes sein. Gott aber ist anders. Er ist Geist. Sein Dasein verdrängt und erdrückt nicht. Im Gegenteil, wo Gott ist, haben wir, hat die ganze Schöpfung, freien Raum zum Selbersein. Gottes Dasein ist also irgendwie auch ein Abwesendsein. Seit 2000 Jahren lebt Jesus nicht mehr in dieser Welt. Trotzdem, irgendwie ist er da. Er inspiriert uns, er macht uns mutig und fröhlich. Wenn wir an ihn denken, dann sehen wir die Welt anders. Dann haben wir Energie und Lust, uns einzumischen und umzurühren. Diese Erfahrung nennen wir den Geist Gottes, Jesu Geist, den anderen Beistand. Er ist bei uns und in uns.